Annapurna Interactive. Grüß euch Leute und damit herzlich willkommen zu einem Spiel, was seit es rausgekommen ist, letztes Jahr, ich spielen wollte. Dann ist allerdings kurz vorher oder kurz nachher auch Outer Wilds Echoes of the Eye rausgekommen. Und da war ich mir dann echt nicht sicher, welches von beiden ich spielen soll. Ich habe mich für Outer Wilds entschieden, aber dieses Spiel, glaube ich, könnte echt ein guter Contestant werden für direkt am Anfang des Jahres. Eines der besten Spiele, was wir dieses Jahr spielen werden. Es geht um einen Time Loop, ähnlich wie in Oxenfree damals. Und ich habe Oxenfree ja wirklich gemocht. Und so ein bisschen soll es auch den Stil oder die Art und Weise oder der Grafikstil am besten, wahrscheinlich am ehesten, von Firewatch haben, mit einer Story, die aus Cluedo so ein bisschen angeblich in die Richtung geht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ich weiß nicht, warum hier Fortfahren steht. Dabei habe ich noch gar nicht angefangen. Hier gibt es nicht mal ein neues Spiel, also. Naja, gut. Ich habe in den Optionen übrigens eingestellt, Sprache Deutsch. Also hier Untertitel und hier Sachen sind Deutsch. Aber die Dialoge gesprochen, ihr habt es gerade gesehen, Daisy Ridley, William Dafoe. Wer war nochmal der Hauptsprecher? Habe ich gerade schon wieder vergessen. Aber ja, es ist ein hochkarätiger englischer Cast. Falls ihr nicht so gut Englisch könnt, es gibt immerhin Untertitel. Also, aber ich glaube, für diejenigen, die Englisch einigermaßen gut verstehen, wird das auch ein Ohrenschmaus. Und ich würde sagen, das Intro war schon lang genug. Wir starten rein ins Spiel. James McAvoy war der Hauptsprecher. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, drücke Maus zum Bewegen. Die Art und Weise hier mit dem Top-Down ist... Klickt ja auf ein interaktives Objekt, um es zu verwenden. Das Bild zum Beispiel. Gemälde. Also diese Top-Down gemischt mit hier Blickwinkeln aus der normalen Sichtweise finde ich echt eine geile Idee übrigens. Das war auch das, was mich direkt neugierig gemacht hat an dem Spiel. Okay, können wir... Oh, okay, Rechtsklick geht ins Menü. Nice. Das ist, was, ist Saungemälde? Ich dachte, das wäre hier so ein Briefkasten. Ein so ein rotes Ding. Es wirkt weird. Na gut. Gut. Oh. Also es ist nicht ganz 2D, aber hat so Ähnlichkeiten damit. Tür geschlossen, Vordertür geschlossen, Tür. Erstmal alles außer die Vordertür. Wonder if anyone's ever gonna rent this unit. I should head to mine. Ah, okay. Oh, oh. Woke the baby. Sorry, neighbors. Okay, na dann. Locked. Shit. Forgot my keys. Hope that spare set's still in the plants. Oh, okay. Die Pflanze hat sich jetzt wirklich fast nicht angeklickt. Hm, unter dem Kunststoffstein, okay. Also man kann nicht, dass der irgendwas dazu sagt, sondern man kann wirklich nur die Interaktion machen. Beweg den Zeiger nach oben, um dein Inventar zu... Okay. Kunststoffstein haben wir. Oh, okay. Bin gespannt, wie das alles mit dem Time Loop dann sein wird. There we go. Oh, unter dem ist es. Klick außerhalb des ausgewählten Gegenstands, um zurückzukehren. Was ist, wenn ich draufklicke? No, I just need to use them to get in. Oh, also man kann doch was dazu sagen, hören. Klicke und ziehe Inventargegenstände, um sie mit anderen Gegenständen zu kombinieren. Also Hausschlüssel mit verschlossener Vordertüre. Hm. Kannst die Steuerungsoptionen, falls notwendig. Okay. Ich glaube, das war nur das Tutorial. Oh. Und jetzt gehen die 12 Minuten los. Hey, babe. I'm home. Love you. Oh. I'll be out in a second. Das ist das Pausemenü. Und wir sehen hier eine Viertelminute sind wir offenbar schon im Time Loop. Würde ich das jetzt mal deuten? Oh. Hey. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Oh, wir haben eine Kerze. I love these fake plastic candles. Und sie hat Dessert gemacht. Oder soll das eine schmutzige Anspielung sein? Okay, wir snacken uns einfach mal alle Kerzen. I love these fake plastic candles. Becher? Oh. Buch Ehefrau. Okay. Gemälde? Seriously. Ich wollte schauen, ob man es anzünden kann. Radio können wir... Oh, das Buch hätte ich mir auch gerne angeschaut. Erstmal Ehefrau. Hä? Hallo? Oh, okay, also wir haben Dialog engaged. Ich dachte gerade, warum geht das jetzt nicht? Ich dachte, das ist quasi unser Ziel. Was ist der Grund für einen so besonderen Abend? Es könnte Fettnäpfchen sein, falls das sowas wie hier Hochzeitstag oder sowas ist. Und ja, Hochzeitstag, weil ich bin ein guter Detektiv, steht Ehefrau und nicht nur irgendwie Freundin oder sowas. Deswegen Hochzeitstag und nicht nur Jahrestag. Ihr sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für das... Ja, komm. What's the occasion? I'll tell you over dessert. Na, noch nicht. Let's talk later. Kühlschrank. Erstmal irgendwas anderes snacken. Sie macht Dessert, wir snacken was anderes. Oh, das hier sind die Dessertteller. Oh. Thunder. I wasn't expecting a storm tonight. New Year's Eve, 8 years ago. She was caught in a picture. Hä? Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Nein, David, außer Tür. Hier ist Badezimmer, oder? Hier. Erstmal Hände waschen, wenn man heimkommt von einem langen Tag auf der Arbeit. Oder auch nicht. Oder Medizinschrank. Schlaftabletten. Nehmen wir. Fenster. Die Dusche ist nix. Toilette. Okay. Ja gut, komm. Gibt's hier was? Oh, Bett. Sessel. Okay. Oh, Kleiderschrank. Oh, hier können wir sicher irgendwas machen. Telefon. Ist meins? Oder ihres? Hey, nee, wir können irgendwen anrufen. Von... Fehlte etwas oder war etwas an der anderen Stelle? Auf mich wirkte das Apartment wie zuvor. Hey Baby, ich habe wieder die Schlüssel vergessen. Das scheint öfter zu passieren. Ich weiß, können wir nachmachen lassen und irgendwo im Eingang verstecken. Bin gerade auf der Arbeit angekommen, geht es dir besser? Natürlich nervt Kotzen, aber bei dir sieht es verdammt sexy aus. Verlasse gleich die Arbeit, tut mir leid, dass ich wieder spät dran bin. Ich habe etwas zu Abend in meiner Pause gegessen. Okay, also, aber für das sehr geht immer. Na denn, let's... Ah, Moment, halt, Buch. Nein! Ich wollte das Buch anschauen. Na gut. Dann ist, würde ich sagen, jetzt Zeit für Dessert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was Schmutziges sein soll oder... Ich meine, sie hat Real Dessert im Kühlschrank, aber vielleicht geht ja auch beides. Alright, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Okay. Oh. Oh, it's our song. They had to play it. Was war das gerade? Au. Ah, der Lichtschalter. Someone's gonna get hurt. Oh, Ventilator geht auch. Hier gibt's doch noch mehr. Can't open that with just my hands. Geht die Zeit hier nicht weiter? Es wirkt so ein bisschen. Hm? Is it broken? Man, is it super gross in there? Alex, open up. I'll get it. Huh? Okay. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. You? Hands behind your back, please. Don't move. Help me. Will you come help me? No, come on. Don't. My wrists. Kann nichts machen. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Look, I... Don't fucking move. I don't know. You don't have to handcuff me. Back! Jesus Christ. What? the hell just happened? Wir sind wieder am Anfang des Loops. Mir fällt übrigens auf, hier wird gezeigt bis Minute 13. Vielleicht ist das ja das Ende. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But no. I was just, how is this possible? Es ist natürlich im Vergleich zu Oxenfree, weiß ich, dass hier ein Time Loop jetzt am Werk ist. Ich meine, hier mit der Uhr ist es auch relativ offensichtlich. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Ja, das wissen wir. Und jetzt haben wir auch nur den Schlüssel. Okay, was passiert, wenn wir jetzt... Oh, das Messer. Das Messer. Hm? Okay. What you reading? Oh, it's not really your thing. Oh, try me. You're gonna make fun of me. It's a book of meditations. Zen stuff. Yeah, it's not my thing. Okay, ich will jetzt wissen, ob da drin irgendwie... Wetten, wir müssen irgendwie das Messer verstecken, weil der wollte ja wissen, was unter unserem Ding ist. Hinter unserem Rücken. Ja. Gotta get that fixed before one of us... Blume. Kommode. Geschenk. Mode. Schon Geschenk. Hä? Dahlia. Babykleidung. Hä? Okay. Nein, David. Baby? Na, jetzt hat er irgendwas gesagt, David. Babyclothes? With my mother's name? Okay. Ventilatorgitter. Ich will jetzt wissen, ob wir das nochmal aufkriegen können, ob da irgendwas Geiles passiert. Hallo? Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Okay, Moment, können wir das Messer reingeben? I don't have enough space to drop it. Damit, Schlüssel? Kleidung? There isn't enough space to drop that. Also den Schlüssel können wir da reinlegen. Können wir es wieder ganz machen? Nee. Wir können da was reinlegen. Gemälde. Das sind wahrscheinlich dann wir bei unserer Hochzeit oder so. Ah, Fenster, genau, wir könnten ja mal rausschauen, fällt mir mal ein. The storm's getting closer. Okay. Oh, we gotta clean that closet. Oh, das Ding sauber machen, okay. Gemälde, hier das Fenster. Die Kerzen. Okay. Ich schätze mal, wir werden das ganze Spiel in diesem Apartment hier verbringen, aber hier wird es sicher irgendwelche Sachen noch geben, die ich noch nicht ganz checke. Oh, Griff. Nein, das ist auch Stoff. Das auch? Oh, doch! Wir haben das Messer runtergespült. Ich glaube, das war nicht so smart. Ich habe nicht gedacht, dass es geht. Ich dachte, das Wasser kommt... Oh, das ist der Typ. Ich dachte, das Wasser geht hoch. Ich kann in dem Bildschirm besser reden, weil sonst passiert wieder Stuff. Ich glaube, nach 5 Minuten kommt der Typ, der dieser wahrscheinlich ziemlich sicher angebliche Polizist, der irgendwas stehlen will. Aber ich glaube, der... Oder ich dachte besser gesagt, das Messer würde durch das Wasser bedeckt sein und wir können das irgendwie uns dann helfen. Police, open up. I'll get it. Komm, die Kerze. Wir zünden ihn an. I'm with the police. Turn around, please. What? Babe? Me? Look at me. You don't get to talk right now. Hey. I'm with the police. Turn around, please. What? So. Anzünden! Hey, nach Mordvorwürfen fragen. Was? Mordvorwürfen? What is this? Actually, you can't just come in like this. Fuck! Alter, was für Mordvorwürfe? Okay. Keine Sache will ich probieren. Oh, fuck. Fucking light switch. Oh, was passiert, wenn man nicht da sind? Genau, das habe ich mir gleich gedacht, als ich hier rein war. Oh, wir müssen hier rein, wahrscheinlich, wenn der Typ kommt. Was passiert? Hä? Hier, jetzt warten wir, was? Oh, was passiert jetzt, wenn der Typ ist und wir nicht da sind? Das wäre natürlich interessant. Oh, aber wir haben auch noch nicht gemoved. Wir haben auch noch nicht gemoved, wenn der, weil wir haben versucht, Widerstand zu leisten beim ersten Mal. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey. Ow. Er hat irgendwas von einer Uhr gesagt und nicht von Mord, oder? This is a mistake. Uh-huh. I don't... You must be... Look... I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. I don't know who you are, but I am not who you're looking for. This... Anyone else? It's a mistake. Come on out. Please, oh, jetzt sind wir am Arsch, oder? Please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend. My husband. He's at work. He'll be here any second. Jetzt müssen wir mit dem Messer raus, oder? Was ist das denn? 8 years ago. Your father? A gun? Father? Ring any bells? Why are you asking? Father? Come on, skip this part. Please. I swear. Oh! You're gonna give me his watch. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about any watch. Keep lying. See how creative I can get. Help! Help! Alter, wir haben keine Waffe. Haben wir überhaupt genügend Zeit am Anfang rauszugehen? Zum Messer zu gehen? Vielleicht. Alter Schwede, der Typ erinnert mich übrigens so ein bisschen an Agent 47, also Hitman. Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom. Under the medicine cabinet. Good girl. Oh. Oh. It's there. I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. I swear. I swear. Find it? I did. Okay, now will you let me go? What are you? Easy now. Deep breath in. No. No! Ich will wissen, was passiert, wenn man nicht... wenn man da dabei ist. Oh God. That was horrible. I'm so sorry. I should have done something, but it's gonna restart soon. I'm gonna see you soon. I'm gonna see you real soon. I have to. Huh. Buch, Hausschlüssel. Huh? It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experiences of living in the present moment. Okay. Huh? Also, das ist Nein. That we ever and approach the experience. Oh, man kann auch vorspulen, okay? Oh, these are for the front door. Oh, wir müssen vielleicht auch zusperren. What the, hey. Sir, hey, babe. What the fuck? What? Are you kidding me? Haben wir Zeit genug, das Messer zu nehmen und reinzugehen in... Wir haben genug Zeit. Okay. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Okay, also wir haben nicht genügend Zeit. Oder vielleicht erst später, wenn er nicht die ganze Zeit so von dem Time Loop erschrocken ist. Okay, jetzt will ich aber... Unter dem Medizinschrank. Ventilatorgitter, genau. Ja, wir haben ja den Schlüssel. Der hat ja auch. Hm? What are you doing? Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because because I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. So this was her father's watch. Must be. Das ist dieselbe. Worth a lot of money. You're such an asshole sometimes. My father-in-law's old pocket watch. My father-in-law's old pocket watch. Nein, nicht die Tür. Jetzt ist sie weg. Okay, also wenn man das macht, geht sie. Excuse me, ma'am. Ja? Oh, fuck me. War das gerade der Typ? Okay, vielleicht hätten wir jetzt genügend Zeit. Ich denke mal, Messer nehmen. Rüber. Tür. Rein. Tür zumachen. Ich glaube, wir haben genügend Zeit. Hey there. Jetzt will ich aber das... Ich mach's mal quasi normal. Best night ever. Guess you made dessert. Great. I'll let you know when I'm hungry. Okay. Jetzt werden wir mal mit ihr reden. Wir müssen aber die Uhr stehlen. Oh, wir müssen die Tür zumachen. Damit er sie nicht findet. Was dann passiert. Okay, paar Sachen. Was ich jetzt schon alles weiß, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Ich gebe die Uhr. Ich behalte sie bei mir und lass sie an mir finden. Ich gebe sie dort weg und verstecke mich. Wenn er kommt, ich gebe sie in das andere Gitter, also das im Schlafzimmer. Alternativ könnten wir natürlich auch mit dem Messer uns verstecken, gleich ganz am Anfang. Oder Wir verstecken uns mit dem Messer im Badezimmer und ambushen ihn dort. Oder wir haben, das werde ich machen. Sobald der klopft, hole ich mir das Messer und gehe auf ihn los. Oder nee, was wir machen, sobald der kommt, habe ich nichts und wir wehren uns nicht und schauen, was er dann macht. Und vor allen Dingen, was für Mordvorwürfe. Weil das war in dem Dialog, aber jetzt habe ich nicht verstanden. Okay, na gut. Okay, wir schauen erstmal, was ist jetzt mit hier Dessert? Ich glaube, das ist... Oh, ihr von den Polizisten erzählen, sie nach der Vergangenheit fragen, andere Themen. Ihr sagen, dass es sich wie derselbe Tag anfühlt. Nee, ich will einfach... What's the occasion? I'll tell you over dessert. Okay. Wir sagen, dass das ein guter Zeitpunkt für das Dessert ist. Oh, sie fragen, ob sie mit dir tanzen will. Nee, wir machen mal hier Dessert. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Okay. Machen wir schon mal das Radio-Level an, oder was? Wie gesagt, wir schauen, dass wir... Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Wir nehmen nicht das Messer, würde ich sagen. Können wir hier eigentlich auch aufdrehen und das Messer vielleicht da verstecken? Okay, wir können mit der Spüle gar nicht interagieren. Nice. Oh, thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Okay. Wo sitzen wir? Okay. Ah ja, okay, Wasser. Let's eat. Okay. Oh, bei Kerzenlicht. Wie weit sind wir? Okay, bei Minute 5 circa kommt der. 2 Minuten. So, when is a dessert not just dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. Oh. Oh. So? Let's talk later. Yeah. I'm pregnant! We're having a baby! Wow! What? Wow! Yeah, wow. So, how are you feeling over there? Erzählen, was du denkst. Warum Dahlia? Das wissen wir ja schon. Das ist der Name seiner Mutter. Jetzt ergibt die... Ich denke mir, okay. Warum hat die einfach... Ich dachte nämlich, ich habe das mit diesem Geschenk jetzt nicht so wirklich überrissen. Ich dachte, okay, die haben halt ein Kind. Oder für die Nachbarin oder irgendwas. Weil die ja gesagt hat, die haben ein Kind. Aber okay. Aber ja, mit dem Namen seiner Mutter... Erzählen, was du denkst. Warum Dahlia? Why Dahlia? I wanted to name her for your mother. But I never even knew her. So? She's still a part of you. Yeah. What if it's a boy? If it's a boy, then he won't be able to read that there's someone else's name on his onesie. It's a nice surprise. Don't overthink it. Now you want to talk about the actual pregnancy? Es wird einfach großartig werden. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Kind erzieht. Bist du sicher? Ah, komm, seien wir positiv. Hey. It's gonna be great. You think so? Are you kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so loved. Yeah. Damn straight. God, I love you. Mm-hmm. Mm. Mm. Hey, we're doing it. We're having a baby. Oh. Hey, I have an idea. Don't laugh at me. I'll get it. Oh nein, was? Was für eine Idee hatte sie? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Now you, what is going hands on? Behind your back, please. Don't help move. Me. Will you come help me? All right, easy. My wrists. I don't know. Müssen wir gleich am Anfang fragen? Oder, weil wir hatten eine Dialogoption mit dem. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. Babe, will you tell him? This... No. No, please. Will you? Please. Okay. Just stop, please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please. The watch is in the... Okay. Oh fuck, that was brutal. Yeah. Oh, you're okay. You're okay. Was passiert, wenn wir wieder rausgehen? Hey there. Ich will wissen, was der jetzt hier... I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Was passiert, wenn wir das gleich machen? Pff, Alter, ich bin echt hooked auf das Spiel. Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal hier für den ersten Part. Also wir haben einen Polizisten, der eine Uhr sucht. Wir müssen versuchen, diese Uhr an uns zu nehmen, oder... Aber interessant, wenn man, ich habe vielleicht irgendwas in der, oder nicht gerade so gedachten Reihenfolge gemacht, weil ich schätze mal, das, was wir gerade erlebt haben, mit dem Dessert und mit dem, der erwürgt uns dann, die Uhr ist in, das ist wahrscheinlich das, was man zuerst quasi, was man zuerst erleben sollte. Aber wir haben es in ein bisschen einer anderen Reihenfolge gemacht. Ist vielleicht auch ganz interessant, weil wir wissen ja schon, wo die Uhr ist. Und im Normalfall, wenn man das jetzt beim ersten Mal hört, sich so denkt, okay. Ich meine, ich habe sogar die Baby-Dings gefunden. Aber das ist halt meins. Ich schaue mich gerne um, bevor ich das mache, was ich tun soll. Und bei sowas, ja, sehe ich dann vielleicht Sachen, die ich noch nicht sehen sollte, vielleicht. Na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und da werden wir dann ein paar andere Optionen dieses Time Loops uns anschauen. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, Leute.